So, liebe Zuschauer, heute können oder dürfen wir Ihnen ein ganz besonderes Produkt vorstellen. Das haben Sie garantiert in dieser Form noch nie gesehen. Nämlich einen Kugelschreiber. Hä? Ja, schön. Was ganz Besonderes. Haben Sie noch nie gesehen, einen Kugelschreiber. Carsten, du hältst ihn in der Hand, der sieht schon schön aus. Also der ist richtig griffig, der sieht besonders edel aus, sehr hochwertig, sehr robust. Schon schön, oder? Grundsätzlich muss ich sagen, dass man in der heutigen Zeit eigentlich fast gar nicht mehr gewohnt ist, einen Text handschriftlich zu verfassen, habe ich vor kurzem mal festgestellt, Grund, oder? Ja. Und aus diesem Grund gibt es bei uns heute diesen Kugelschreiber. Ganz genau, damit schreiben Sie nämlich richtig schöne Texte, handschriftlich, so wie man das eigentlich als Oldschool bezeichnen würde. Wenn das alles wäre, hätten wir Sie gerade ganz ordentlich auf die Schippe genommen. Nein, das ist noch lange nicht alles, denn hier verbirgt sich ein Innenleben, das es wirklich in sich hat, denn wir reden hier eigentlich nur primär von einem klassischen Kugelschreiber. Er sieht fantastisch aus, schreibt natürlich, ist voll funktionstüchtig. Wir haben hier eine Full-HD-Kamera in diesem Kugelschreiber mit drin. Das heißt, Sie machen mit diesem Kugelschreiber Aufnahmen in einer brillanten Qualität. Hätten Sie mir das vor 4 oder 5 Jahren erzählt, dass das mal möglich ist, hätte ich gesagt, Sie zitieren gerade einen James-Bond-Film oder Science-Fiction oder aus irgendeinem Buch oder irgendwie sowas. Und jetzt haben wir diese neue Generation der Stifte eingebaut eben oder kombiniert eben mit einer Full-HD-Kamera. Willkommen im 21. Jahrhundert. Es ist sowas von genial. Das heißt, ganz unauffällig nehme ich mal eben ein Video auf. Erst dann, wenn es keiner merkt. Ja. Und was der für gestochen scharfe Videos macht, das zeigen wir Ihnen eben jetzt mal. Ja. Der hat übrigens auch eine HDMI-Schnittstelle. Das heißt, später kann ich dann meinen Schnappschuss oder mein Schnappvideo auch gern gleich direkt am Fernseher anschauen. Ja, ganz genau. Und sogar das HDMI-Kabel, das liefern wir Ihnen noch mit. Das heißt, Sie können Ihren Kugelschreiber direkt am Fernseher platzieren und sich die Aufnahmen anschauen. Das, was Ihnen der Kollege gerade gezeigt hat, war der Einschub für die Micro-SD-Karte. Wenn Sie da noch keine haben, bitte einfach kurz bei den Kollegen im Service-Center nachfragen. Eine Micro-SD bis maximal 32 GB können Sie hier reinpacken. Und das sind die Aufnahmen mit dieser Kamera. Wahnsinn. Ein bisschen wackelig, zugegebenermaßen. Na ja, klar, aber muss man ja auch überlegen, es ist ein Kugelschreiber, den man in der Hand hat. Ja, da ist ja kein Stativ dran, der das Ganze stabil noch hält. Aber es macht wirklich exzellente Schnappschüsse auch bei 1600 mal 1200 Pixeln Auflösung. Es ist der reinste Wahnsinn. Wo die Kamera sich versteckt, das zeige ich Ihnen gleich, aber jetzt genießen wir erst noch mal unsere Autogrammkarten. Das ist der Eingangsbereich hier zu Pearl TV. Da kommen Sie normalerweise zur Tür rein und dann sind die Kollegen natürlich mit der eigentlichen Kamera auch mal durchs Studio gelaufen. Guck mal, ich habe nur das eine Kleid, ich ziehe jeden Tag das selber an. Schäm dich, schäm dich. Nein, das wurde natürlich heute erst aufgenommen, ganz frisch. Aber das macht schon echt erstaunliche Fotos und Videos hier mal an der Stelle erwähnt. Wahnsinn, wenn man überlegt, einen Kugelschreiber, mit dem man Videos aufnehmen könnte. Hättest du mir das vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, hast du bei James Bond abgeguckt oder wie? Ja, eben, ganz genau. So, jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, dass das also nicht nur fantastische Aufnahmen macht im Full-HD-Bereich. Die Auflösung, die du gerade erwähnt, das war für die Fotos, 1600 mal 1200 Pixel. Full-HD-Videos machen sie mit 1920 mal 1080 Pixel und 30 Bildern pro Sekunde. Und trotz der wirklich fantastischen Qualität der Aufnahmen kann man hier diesen Kugelschreiber also jederzeit auch gerne mal funktionstüchtig machen. Das heißt hier. Ja. Oh, wie süß. Schau mal hier. Ich will Ihnen mal was zeigen. Okay, Carsten malt noch. Ach, Mensch, ist das so. Ach, bin ich romantisch heute, oder? Guck mal hier. Toll. So, jetzt will ich Ihnen aber auch mal zeigen, wo die Kamera versteckt ist. Sehen Sie hier eine Kamera? Nee. Nee, du hast sie aber auch versteckt. Ja, natürlich. Du gemeiner Puckel, du hast die Kamera sogar noch versteckt jetzt hier. Genau, jetzt klippe ich das mal hier runter. Zack, das ist dieser kleine Gumminupsel. Genau. Und da kommt hier halt eine Kamera zum Vorschein. So, die ist so klein, dass wir selber suchen müssen. Wo ist die eigentlich? Ich hoffe, Sie können es erkennen zu Hause. Schwarz auf schwarz ist natürlich eine winzig kleine Linse hier. Und diese winzig kleine Linse bietet Ihnen Full-HD-Aufnahmen. Das ist ein absoluter Knaller. Diese kleine Gummilasche, die man da drüber schieben kann, die ist zum einen zum Schutz für die Linse gedacht, zum anderen aber auch, damit man also wirklich, selbst wenn man ihn mal irgendwo auf dem Tisch liegen hat, von mir aus mal in der Besprechung oder bei Ihnen im Büro, dass da wirklich keiner auf die Idee kommt, dass da irgendetwas drin sein könnte. Das ist natürlich
natürlich absolut verrückt. Ist natürlich auch so gedacht, dass man nicht gleich erkennt, was es ist, weil sonst wäre es ja jetzt nichts für Schnappschüsse oder andere Aufnahmen. Ja. Ich weiß ja nicht, was auch immer Sie damit machen möchten. Ich möchte da jetzt nicht auf komische Gedanken kommen. Ist auf jeden Fall schon ein Wahnsinnsprodukt. Den sollte man immer dabei haben. Macht exzellente Schnappschüsse und exzellente Full-HD-Videos sogar mit Ton. Und es hat noch eine Bewegungserkennung für automatische Aufnahmen. Das finde ich auch richtig. Stimmt, er hat eine Bewegungserkennung drin. Das ist richtig, ja. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sie sind Chef, ja? So, Sie verlassen abends das Büro, Kugelschreiber wird hier schön auf dem Bürotisch abgelegt und plötzlich will da jemand an Ihrem Bürotisch schnuppern, dann nimmt dieser kleine Kugelschreiber sofort auf. Ja. Und das finde ich einfach super, weil er sofort die Bewegung erkennt und sofort auf automatische Aufnahme geht. Wenn Sie die Aufnahme automatisch oder manuell starten möchten, drücken Sie einfach auf das kleine Knöpfchen hier, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, hinter dieser Gummilasche, natürlich ordentlich Staub- und Spritzwasser geschützt hier, der HDMI-Anschluss, damit Sie diesen Kugelschreiber, diese Full-HD-Kamera direkt an den Fernseher anschließen können. Im oberen Teil ist noch ein kleines Knöpfchen, wo Sie natürlich auch jederzeit manuell die Aufnahme starten bzw. wieder unterbrechen können. Und der Lithium-Polymer-Akku, den wir hier reingebaut haben, ist natürlich winzig klein, reicht aber trotzdem aus, um eine Stunde, also 60 Minuten, nonstop aufzuzeichnen in Full-HD. Und deswegen macht es durchaus Sinn, hier auch eine etwas größere Karte, sprich also eine Micro-SD-Karte mit bis zu maximal 32 GB Speicher reinzupacken. Super, oder? Absolut, Hammer. Wenn Sie jetzt diesen Preis eingeblendet sehen, ich meine, knapp 70 Euro, das ist schon Wahnsinn. Sie müssen mal überlegen, Sie bekommen dafür eine Full-HD-Kamera nach Hause für 69,90 Euro, beziehungsweise knapp 70 Euro. Das ist schon wirklich ein erstaunlicher Preis. Und wenn du überlegst, wenn man jetzt wirklich auch mal einen Langfinger das Handwerk legen möchte, so wie ich vorhin das Beispiel erklärt habe, einfach mal auf dem Schreibtisch liegen lassen. Ich meine, wer vermutet denn schon, dass sich hinter einem Kugelschreiber eine Kameralinse befindet? Kein Mensch. Kein Mensch. Das ist also wirklich ein Stück weit Science Fiction. Willkommen im 21. Jahrhundert, sage ich auch hier an dieser Stelle nochmal. Wollte ich mir abgewöhnen, aber es ist einfach so. Und ganz ehrlich, wenn ich mir überhaupt auch mal einfach nur den Kugelschreiber anschaue, jetzt mal unabhängig von der Full-HD-Kamera, unabhängig vom Bewegungsmelder und unabhängig von der Möglichkeit, ihn tatsächlich direkt an den Fernseher oder auch an jeden handelsüblichen Rechner sofort anzuschließen, übrigens auch ohne Treiber, sieht das gute Stück auch noch richtig fantastisch aus. Und ich habe im letzten Jahr über einen längeren Zeitraum als Markenbotschafter unter anderem für einen Schreibmittelhersteller aus dem hannoveranischen Raum, also aus Niedersachsen, gearbeitet. Und ganz ehrlich, die Kugelschreiber bzw. auch die Füllfederhalter, die wir da zum Teil im Programm hatten, die ich also auch als Markenbotschafter hier und da vorgestellt habe, die lagen also bei ein paar hundert Euro und sahen ähnlich aus. Also auch diese etwas größere, diese etwas dickere Bauweise liegen fantastisch in der Hand. Sie können hervorragend damit auch handschriftliche Texte verfassen, aber sehen eben einfach auch richtig edel aus. Das heißt, man glaubt gar nicht, dass Sie hier tatsächlich nur so einen doch für so ein ausgeglichenes Gerät, für so ein ausgewogenes Gerät so einen verschwindend geringen Preis bezahlt haben. Das ist irre und Sie werden wirklich lange dran Freude haben. Hier nochmal neben der eigentlichen Kamerafunktion, die Ihnen Full-HD-Bilder und Videos garantiert. Natürlich auch nochmal der Hinweis, dass Sie diesen Kugelschreiber auch jederzeit voll zum Einsatz bringen können für den eigentlichen Zweck, nämlich das Schreiben von Texten. Ich liebe Pöll-TV. Schön, oder? Super. Der benötigt natürlich eine kleine Micro-SD-Karte, bis zu 32 GB passen hier hinein. Wenn Sie keine zu Hause haben, vielleicht nochmal im Callcenter nachfragen, die beraten Sie gern. Und das ist schon wirklich ein sehr edler Kugelschreiber, wiegt gerade mal 36 Gramm. Mhm. Und wie gesagt, die Fotos und die Videos, die Sie aufgenommen haben, die können Sie gleich mittels HDMI-Schnittstelle direkt auf einen Monitor oder Ihren Flachbildfernseher oder aber auch gern auf einen Beamer rüberladen und schon geht es los. Dann können Sie sich gleich die Beweisvideos auf ganz groß anschauen. Ganz genau. Also entweder direkt in den Fernseher rein, in Ihren Plasma oder Ihren LCD. Das Kabel ist mit dabei, was Sie dafür brauchen. Oder aber auf der anderen Seite in jeden handelsüblichen Rechner. Ganz egal, ob das ein normaler Desktop-Rechner, ein Laptop ist oder ein Mac beispielsweise. Das funktioniert alles ohne Treiber. Vielleicht möchten Sie die Bilder auch ein Stück weit bearbeiten, denn da kommen schon mal die ganz verrückten Aufnahmen zustande. Jetzt habe ich leider keine Tasche hier an meinem Bolo. Wenn Sie so eine Kamera natürlich auch hier oben mal eben in der Hemdtasche lassen und die Kamera einfach mal mitlaufen lassen, im Büro oder auf einer Party von mir aus oder wenn Sie mit Bekannten unterwegs sind, kommen Sie bitte nicht auf die Idee, sowas irgendwo da
dann von mir aus im Freibad oder im Hallenbad oder sowas einzusetzen. Nein, auch nicht am also, Strand. Ne, das macht man einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht. Ja, also das bitte nur in den vernünftigen Momenten einsetzen. Ist natürlich Ihnen überlassen, sind erwachsen, Sie wissen, was Sie tun. Aber grundsätzlich macht das einfach mal Sinn und dann werden die Aufnahmen auch nicht ganz so wackelig. Natürlich ist der Kollege mit dem Kugelschreiber in der Hand eben über den Parkplatz gelaufen. Aber über die Bewegungserkennung kannst du tatsächlich hier auch ohne weiteres eine Überwachungskamera draus machen. Da denkt doch kein Mensch dran, dass hier eine Kamera drin ist, wenn dann Kugelschreiber auf dem Tisch liegt. Das sieht aus wie jeder andere auch. Und sie macht ja auch noch super Aufnahmen. Also hinterher habe ich natürlich auch wirklich einen Beweis. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es natürlich verpixelt ist oder ähnliches, sondern es ist wirklich gestochen scharf. Und Sie sehen, es ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung. Ja, so kommt es zu Ihnen nach Hause und kann dann auch gleich eingesetzt werden, ist sofort betriebsbereit. Lediglich noch eine SD-Karte rein, eine Speicherkarte, eine Micro-SD. Und wenn Sie die nicht zu Hause haben, für kleines Geld noch mit dazu bestellen. Und ich hatte es wirklich vorhin schon gesagt, leider Gottes kommt es auch häufig am Arbeitsplatz vor, dass auch mal geklaut wird. Und wie gesagt, einfach Kugelschreiber auf dem Schreibtisch liegen lassen, warten, was passiert. Der hat eine Bewegungserkennung, ja. Das heißt, wenn er Bewegung erkennt, nimmt er automatisch auf. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um hier mal eben Strom zu sparen, Akku zu sparen, ne? Ich finde es einfach super, weil die Möglichkeiten mit so einer Kamera und nichts anderes verbirgt sich ja dahinter, nur eben in einer etwas anderen Verpackung unglaublich groß sind. Zum einen sind die Aufnahmen gestochen scharf. Nochmal bitte, wir reden hier von Full-HD-Videos, 1920 mal 1080 Bildpunkte. Und das macht eben diese gestochen scharfe Darstellung hier mit 30 Bildern pro Sekunde auch schön flüssig, dass da eben nichts hakeln kann, dass das hier ein bisschen wackelt. Das hat ehrlich gesagt nur was mit dem leichten Tatterich unseres Kameramanns zu tun, beziehungsweise mit demjenigen, der den Film gemacht hat. Fotos machen Sie mit 1600 mal 1200 Pixel Auflösung. Das ist natürlich wirklich Spitzenklasse. Direkt am Gerät auslösen oder eben einfach nur liegen lassen. Mit dem Bewegungsmelder springt die Kamera automatisch an, wenn sich jemand nähert. Gerade auch, wenn Sie vielleicht mal eine Putzhilfe zu Hause haben und nicht ganz so sicher sind. In den letzten Tagen mal was weggekommen oder was. Sie möchten natürlich auch keine unberechtigten Verdächtigungen aussprechen. Hier hat man einfach mal eine schöne Überwachungsmöglichkeit. Ja, oder auch, wie gesagt, im Büro. Wer klaut mir meine Joghurts aus dem Kühlschrank oder wer war tatsächlich an meinen Unterlagen dran und hat da mal ein Stück weit gespickt, mal ein paar Firmeninterne Daten macht rausgeholt. Oder immer mein Haarspray leer. Ach Mensch, so einen Kugelschreiber soll ich echt mal meinen Arbeitsplatz liegen lassen, ja? Nee, das erste Mal. Nee, also ich glaube auch in unserer Maske funktionieren die auch gar nicht. Ah, okay. Nee, das ist dann abgeschirmt. Das ist die automatische Full-HD-Sperre bei uns in der Maske. Ah, okay. Alles klar. Na gut, dann funktioniert es dafür nicht, aber für alles andere klappt es dennoch. Das war jetzt ein Insider, weil der Carsten mein Haarspray immer leer macht und dann die leere Flasche hinstellt und ich stehe dann vor der Sendung da. Na gut, ist aber nicht schlimm. Eitle Menschen, was soll man da sagen? Ja. So. Also man muss mal überlegen, eine Full-HD-Kamera für knapp 70 Euro, das ist ein Wahnsinnspreis. Dann noch kombiniert in diesem schicken, edlen Kugelschreiber-Design. Und wie gesagt, es ist nicht nur ein Design oder ein Dummy, noch besser ausgedrückt, sondern er funktioniert wirklich. Ja? Carsten schreibt hier auch schon ganz fleißig, das ist wirklich ganz toll. Und das unter der PX8312 und der 569. Der Hersteller sagt übrigens, kostet knapp 200 Euro. Und Sie sollten jetzt definitiv zugreifen. PX8312 und die 569 für unglaubliche nicht mal mehr 70 Euro. Ganz genau. Also Sie sehen, das gute Stück ist absolut voll funktionstüchtig. Machen wir nochmal ein Herzchen mit dazu hier. Du malst gerne Herzchen, ne? Ich male super gerne Herzchen. Schau mal. Und ich kann gute Herzchen malen. Schau mal hier. Wie so ein Comic. Ah, schau mal. Es wackelt sogar. Ja, wundervoll. Wie hieß es früher? Gagau. 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 Oh Gott. Ja? Jetzt wird's kitschig. Gut. Oh, schön. Ein Stück weit. Nee, also gefällt mir richtig gut. Ich finde den auch als Schreiber an sich, jetzt mal unabhängig von der Full-HD-Kamera und natürlich auch von den Anschlussmöglichkeiten direkt an den Fernseher oder an jeden handelsüblichen Rechner, egal ob Laptop, Rechner oder Mac beispielsweise. Sie haben hier wirklich ein richtig cooles Schreibgerät. Der sieht richtig schick aus, ist natürlich auch so leicht hier angeraut von der Oberfläche her und sieht aus wie ein Schreiber von einem Markenhersteller, der normalerweise ein paar hundert Euro kostet. Ja, also wirklich top verarbeitet, super. Sie werden lange Freude dran haben und Sie können eben hier mit einer Micro-SD-Karte mit maximal 32 GB locker eine Stunde durch aufzeichnen. Ja. Dann geht ein Stück weit der Akku in die Knie, dann laden Sie ihn einfach wieder auf per USB an jedem Rechner, an jedem Tablet und schon haben Sie wieder Ruhe und das Gerät ist wieder einsatzbereit. Mein Opa, der ist größter Fan von Kugelschreibern, der sammelt die richtig. Ich weiß nicht, wie viele tausende Stück der hat. Ich würde gerne mal wissen, was er dazu sagt, wenn ich Ihnen so etwas schenke, weil erstmal denkt man, oh, schöner, edler Kugelschreiber. Mhm.
Aber dass dahinter eine Kamera steckt, vermutet kein Mensch. So, jetzt heißt es ganz schnell ran ans Telefon. 0180 51 51 und dreimal die 2. Du hast natürlich das letzte Wort. Ich wollte dir nicht reinfallen. Ganz kurz über den Preis. 200 Euro sagt der Hersteller. Unter 70 Euro aktuell unser Preis. Deswegen ein super Gimmick und bestimmt ein super Überwachungsgerät für Sie und für die Zukunft. Viel Spaß damit.